Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir, und zwar, was habe ich im April getestet? Muss ich kurz überlegen, was ist es für ein Monat? Aber es ist natürlich April. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal, ich lege da gleich los. Und zwar beginnen wir mal mit Face-Produkten. Und zwar, das erste, was ich getestet habe, ist von Catrice, das All Matte Plus Shine Control Powder. So sieht das aus. Und ich muss dazu sagen, es ist eigentlich genauso gut wie das Essence All About Matte Fixing Powder. Es ist vielleicht ein bisschen weniger weiß. Ja, also beim Swatch werdet ihr jetzt gar nichts erkennen, weil es an und für sich ins Nichts einfach ausläuft. Aber vielleicht würde ich sagen, es ist vielleicht ein bisschen weniger weiß. Ja, also da der Zeigefinger ist jetzt Essence und das ist Catrice. Also es hat ein bisschen weniger Weißstich. Aber sie sind genauso gut. Also da kann ich wirklich nur sagen, Potato, Potato. Also beim einen kriegt man, also beim Catrice kriegst du 2 Gramm mehr. Also im Endeffekt, aber das andere ist auch ein bisschen toller. Also ich glaube, es ist ungefähr dasselbe. Das heißt, die sind beide toll und das Catrice ist auch toll. Also ja, mag ich. Dann habe ich von Catrice und zwar den Glow Lover Oil Infused Highlighter. Und ja, ich finde ihn nicht schlecht, aber er riecht so komisch. Also er riecht und er ist sehr, sehr powdery, was ich nicht so gern mag. Also er ist wirklich sehr, sehr pudrig und dann, also bei mir geht es dann immer so hoch in die Nase und I don't like that, weil es ist, vor allem das riecht, also es riecht nach altem Make-up. Also wenn ich den Geruch beschreiben würde, riecht es nach abgelaufener Schminke, die man schon seit, ja, weiß ich nicht, wie lange in seiner Collection hat. Es werden wahrscheinlich die Öle sein, die da so komisch riechen, aber seht ihr da jetzt überhaupt einen Swatch? Ja, also das und dann das glänzende, Entschuldigung für meine Hände, das ist noch immer Self-Tan, I'm sorry. Aber auf jeden Fall, ja, nee, er riecht nach altem Make-up, er hat so einen Pinkstich, also er ist auf jeden Fall so ein Pinky Highlighter. No, I didn't like it. Ich fand es einfach nicht so schön. No, ich fand es, ich, nee. Also vor allem, weil er so nach Make-up, nach altem Make-up und weil er so powdery war. Das Finish war gar nicht so schlecht, aber ich habe ihn heute übrigens auch oben. Also es sieht vielleicht wirklich wunderschön jetzt aus, aber nee. Den will ich nicht nachkaufen, sagen wir es mal so. Dann habe ich von Essence den Kissed by the Light Illuminating Powder. Und zwar, ich habe den jetzt als Bronzer, ich habe den heute auch als Bronzer oben. es ist ein sehr spannendes Produkt, weil es einfach, ja, ich zeige es euch mal, dass ihr es von nahen seht. Warte, ups, das wollte jetzt nicht gescheit aufgehen. So sieht der von nahen aus, also so sieht es hier. Der hat eben so 3 solche verschiedenen Töne. Also eigentlich ist es Blush, Highlighter und Bronzer in einem. Was soll ich mir dann so sagen? Okay, was soll ich jetzt benutzen? Das heißt, ich habe es jetzt dann als Bronzer benutzt und ich finde, es hat recht gut funktioniert. Würde ich das danach kaufen? Nee, weil es einfach doch eine komische Farbe hat mit diesem Blush. Es mischt sich dann halt schon. Ich swatch euch das mal. Also, ja genau. Also ihr könnt sehen, es wird halt mehr so wie so ein dunkler Blush-Effekt. Könnt ihr das sehen da? Also es ist auch sehr, sehr, sehr soft. Also ja, also es ist unglaublich soft. Das heißt, ich muss den auch ziemlich aufbauen. So sieht er dann aus. Aber es ist unglaublich soft. Es ist nicht schlecht. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich kann es nicht benutzen. Aber es ist einfach nicht mein Favorite-Produkt. Aber wie gesagt, habe ich jetzt auch mal getestet. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Aber ja, ich meine, das hätte ich eigentlich wissen müssen, dass das nicht so super toll ist. Aber ich finde es auf jeden Fall nicht so schlimm. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Und das Produkt an sich verblendet sich sehr schön. Also so funktioniert das alles sehr gut. Nur, ja, ich weiß nicht, als was das eigentlich gedacht ist. Luminating Powder. Das ist Highlighter. Kann ich mir jetzt aber auch schwer vorstellen. Aber, ja. Hier steht übrigens multifunktionaler Highlight Powder. Also es ist schon gedacht, da ist wahrscheinlich Highlighter. Aber dafür ist es für mich viel zu dunkel natürlich, weil ich einfach, ich bin sehr white, obwohl hier bin ich nicht so weiß. Seht ihr, hier bin ich orange. Auch sehr hübsch. Dann machen wir weiter und zwar
habe ich eine Mascara getestet. Und zwar ist es die Catrice Glam & Doe Lash Mascara. Ich habe die heute auch oben. Und ich finde sie vom Aussehen jetzt nicht so schlimm. Ist aber nicht meine Favorite Mascara jetzt vom Aussehen. Also ich finde, da gibt es einfach viel, viel schönere Mascaren wie die hier. Aber was ist das Problem? Nach einer Stunde bin ich Panda-Eis. Also hier unten vor allem alles voll. Und wenn ich da jetzt, und das ist jetzt nur bei meiner sozusagen normalen Make-up, also wenn ich da jetzt zum Beispiel im Sommer Luminous oder so machen würde, jetzt vielleicht ein Dewy Setting Spray, ja dann ist das nach einer Sekunde, ist das alles unten. Also bei mir schmiert die unheimlich. Also bis jetzt haben einfach alle Glam & Doll Mascaren geschmiert. Also außer die Waterproof, aber die war sowieso grottig, weil die habe ich immer nie abbekommen. Aber nee, ich bin echt kein Fan von den Glam & Doll. I'm sorry, die funktionieren überhaupt nicht für mich. Und es freut mich, dass das für Leute funktioniert. Ich gehöre nicht dazu. Ich war bis jetzt eigentlich von allen enttäuscht. Ja, I'm sorry. Nee. Voll nicht, war wirklich nicht meins. Dann haben wir noch Lippenprodukte und zwar habe ich zwei Glosse. Den einen habe ich heute auch oben und zwar ist es von Catrice. Es ist eigentlich ein Lip Oil. Ich finde das ja schwer, weil mittlerweile ist anscheinend sozusagen die Bezeichnung Lip Oil im Trend. Und deshalb heißt jetzt alles Lip Oil, obwohl ich einfach für mich ein Lip Oil ist eigentlich ein Produkt, wo ich sagen würde, es ist hauptsächlich Öl, also das Öl einfach am meisten drin ist, also so Ölkonsistenz. Also auch, dass du das Gefühl hast, es ist mehr eine Ölkonsistenz, weil bei Gloss ist die Konsistenz ja mehr, wie soll man dazu sagen, mehr einfach mehr kompakt. Also ich finde, Lip Oils sollten an und für sich für mich persönlich mehr, ja, weniger kompakt sein. Also ich würde dazu sagen, das ist nämlich auch ein Lip Oil. Ich weiß nicht, für mich sind das zwei Lipglosse, aber auch schöne Lipglosse. Und zwar eben das erste ist von Catrice, das Lip Oil, wie heißt es, Glossy Lip Oil. So, die Farbe ist auch recht schön, wie ihr sehen könnt, es hat auch Basispigment, also es ist wirklich eine schöne Farbe. Und es hält wie ein Lipgloss. Also es hält jetzt nicht ultra, ultra lang. Du musst es natürlich mehrmals am Tag nachtragen. Aber es pflegt natürlich die Lippen. Und ich finde, Gloss sieht einfach vor allem in den Sommermonaten einfach so schön aus. Auch jetzt, wo der Frühling da ist, finde ich einfach das Glosse oder Lip Oil, wie auch immer man dazu sagen möchte, ist einfach das, was mir sehr, sehr gut gefällt. Dann haben wir von Revolution dann eben den Chill Bomb Cannabis Sativa Infused Lip Oil. Also, das ist halt so gras-themed und ja, soll halt so cool oder wie auch immer man dazu sagen möchte sein. Er ist zum Glück nicht grün, also hat keinen, also es war jetzt nicht so, wie ich gesagt habe, ich habe grüne Lippen bekommen. Also, und er hat einen leichten Plumping-Effekt und ich weiß nicht, ob das dieses Cannabis Sativa ist. Weil ich eigentlich nicht weiß, was das ist. Ob das ist, was so ein bisschen einen Plumping-Effekt ausgelöst hat. Aber es war einfach ein bisschen Plumping-Effekt. Also, ich hatte ein bisschen Plumping-Effekt. Da habe ich jetzt die beiden geswatcht. Also, ihr könnt sehen, das hier ist der grüne. Und ihr seht, da ist jetzt wirklich kein grüner Effekt oder so. Und da haben wir eben auch das andere Lip Oil von Catrice, das ich heute eben auch umhabt. Und da seht ihr eben, da ist so ein Pigment auch drauf, dass die Lippen eben so ein bisschen farblich macht. So, jetzt machen wir noch Lidschatten und dann sind wir eh schon wieder fertig. Beginnen wir von Make-up Obsession, habe ich die Bare With und zwar, da haben wir ganz, ganz schöne Lidschatten. Ich swatch da jetzt ein paar. Jetzt mal die Swatches, ich habe euch jetzt noch nicht die Palette gezeigt, aber wunderschöne Palette. Das sind diese Make-up Obsession Mini Paletten und ich finde die ja wirklich, wirklich toll. Ich bin eigentlich sehr, sehr begeistert von ihnen. Ich finde die richtig, richtig nice und die kann ich euch auch nur empfehlen. Vor allem, ich finde diese Make-up Obsession Mini Paletten einfach super praktisch, eben auf Reisen oder so. Schnell, das kannst schnell, wirfst du das in die Handtasche. Finde ich einfach sehr, sehr, sehr toll. Dann machen wir weiter und zwar ist es von Revolution Pro die Marilyn Monroe Eyeshadow Palette und ich habe da heute auch ein paar Schimmertöne oben. Ich finde die sehr süß, also wirklich eine schöne Palette. Ihr könnt es auch hier sehen. Das sind nur Schimmertöne, das Packaging ist natürlich wunderschön mit diesem Glitzereffekt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, das sind schöne Lidschatten, also ich bin da sehr, sehr, sehr zufrieden. Die sind auch sehr weich, sehr creamy.
Ich glaube auch, dass die vielen wirklich gefallen würden, diese Lidschatten. Also ich war auf jeden Fall eigentlich sehr zufrieden. Und da haben wir die Swatches. Sind das nicht schöne Schimmertöne? Da sind sie auch auf der Hand. Wunderschön. Ich finde die sehr, sehr, sehr schön. Ich bin wirklich zufrieden mit der Palette. Ja. Ich finde, das ist ein Daumen hoch. Aber ich finde, Revolution Pro generell hat eigentlich sehr, sehr gute Lidschatten. Und das ist jetzt auch keine Ausnahme. Dann habe ich zwei solche, wie soll man dazu sagen, wie heißen die denn? Und zwar die Forever Dynamic Paletten. Und zwar beginnen wir mit der, die mein Favorite ist. Und zwar ist es die Animal Magic. Die finde ich hier richtig, richtig cool. Die hat eben so Pastelltöne plus dieses Kuhmuster. Ist irgendwie sehr, sehr lustig. Mir gefällt die Palette sehr, sehr, sehr gut. Ich finde, die Pastelltöne performen richtig gut. Pastell ist natürlich sehr soft. Also es wird jetzt nicht so super pigmentiert sein, weil es eben Pastelltöne sind. Aber sie haben sehr gut funktioniert. Sie haben sich schön auftragen lassen. Natürlich haben sie gut verblendet, weil es eben Pastelltöne sind. Die haben jetzt nicht so ein Wumms-Basispigment, dass die da eben, ja, dass da irgendwas Crazy-mäßiges ist. Aber ich finde, die sind sehr, sehr, sehr schön. Also sie sind natürlich jetzt sehr softe Swatches, aber ich finde die schön. Ich finde die Palette super cute. Und eben so eine kleine Mini-Pesto-Palette, die kann man dann zum Beispiel mit der anderen, der Animal Ego, dann auch mischen. Also finde ich sehr, sehr cool. Die Animal Ego finde ich auch hübsch, aber ich finde die Pastell-Palette hat mir persönlich besser gefallen. Die hat eigentlich auch recht gut funktioniert. Aber ich würde persönlich, wenn man Pastelltöne mag, finde ich die einfach cooler. Auch vom Packaging. Ich finde so Leo-Muster kann oft so an was Billiges einfach erinnern. Und das Kuhmuster ist einfach nur irgendwie cool. Oh, da habt ihr ein paar Swatches. Ich finde die aber sehr schön. Da habe ich jetzt auch die hellsten Töne der Palette geswatcht. Aber gut, sehr, sehr, sehr. Sehr, ich finde die auch sehr, sehr cute. Kann man auch so schöne softe Neutral-Looks machen. Aber wie gesagt, ich find die cooler, ja. Last but definitely not least haben wir von Beauty Bay die Jade Palette. Und das ist ja ein riesen, riesen Drum. Da können Sie sehen, da gibt es 100.000 Farben. Und da habe ich natürlich jetzt nicht alle Töne in der Palette getestet, weil es so, so viele sind. Aber ich finde, ich habe ein gutes Gefühl von der Palette. Und ich würde jetzt ein paar Töne swatchen. So, da habt ihr ein paar Swatches. Habe ich mir so eine grungy Color Story irgendwie ausgewählt. Aber sehr hübsch, oder? Ihr seht es ja auch an den Swatches. Das sind einfach schöne pigmentierte Lidschatten. Ja. Ich bin begeistert. Also wie gesagt, eine richtig schöne Palette. Natürlich eine Riesenpalette. Also man muss jetzt wissen, ob man wirklich so eine riesige Palette haben will. Also die ist halt wirklich größer wie mein Kopf. Also sie ist riesengroß. Ist gar nicht so schwer, so es geht. Aber es ist, wie gesagt, es ist trotzdem eine Riesenpalette. Und ja, aber wunderschön. Man hat alles, was man eigentlich braucht. Also da gibt es ja 100.000 Looks damit schminken. Ja, also ich finde sie sehr, sehr cool. Ja, ich würde sie euch schon empfehlen. Aber wie gesagt, es ist eine Riesenpalette. Aber Beauty Bay generell hat sehr, sehr schöne Paletten. Also da kann ich euch generell nur sagen, schlagt's mal zu, wenn ihr von Beauty Bay was haben möchtet. Ich finde die Formulierung sehr, sehr, sehr schön und sehr pigmentiert und gefallen mir einfach sehr, sehr gut. Und das ist keine Exception. Wunderschön. Sehr, sehr schöne Palette. Aber meine Lieben, das war jetzt alles, was ich im April getestet habe. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Und euch hat das Video natürlich hoffentlich auch gefallen. Und da bin ich gespannt, was ich nächstes Monat alles testen will. Ich habe eh 100.000 Sachen, die ich testen muss. Don't worry, ich habe so viel auch in meiner Collection, dass ich testen kann. Also, mir wird nicht fad, sagen wir mal so. Und dann würde ich sagen, ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo jetzt ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gibt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch im nächsten Video. Tschüss!